Hallo Leute, hier ist Luisa Buck für Spengler TV und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Unischmiege von der Firma Eisenkies, die ich euch vor einer Weile mal vorgestellt habe. Da haben wir jetzt eine coole Neuigkeit, also ein kleines Update-Video sozusagen für euch. So, ihr erinnert euch bestimmt noch an die Unischmiege von der Firma Eisenkies. Jetzt gibt es ein kleines Update und zwar, ja wirklich ein kleines Update, nämlich die Unischmiege in etwas kleiner und handlicher und wenn ich sie gerade hier schon so schön hochhalte, auch etwas leichter. Im Vergleich zu der alten Unischmiege ist die neue hier insgesamt ein Stückchen kleiner. Sie ist 400 x 200 mm groß und auch um einiges leichter und insgesamt ja, etwas handlicher. Und vielleicht passt sie beim einen oder anderen auch noch ganz gut in die Werkzeugkiste. Kommt natürlich ein bisschen auf die Werkzeugkiste an. Dann gibt es hier außerdem noch diese Anschläge, die sind auch neu. Hier unten können die quasi aufgeschraubt und zugeschraubt werden. Und dann kann man die so rum da dran machen und dann dienen die als Anschlag. Wer jetzt schon so eine große Unischmiege gekauft hat, der muss natürlich nicht traurig sein, dass er jetzt keine Anschläge an seiner dran hat. Die gibt es natürlich auch einzeln nachzukaufen. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir verlinken euch nochmal das alte Video entweder hier oder da oben. Für das Video einfach, das ist ja ein bisschen ausführlicher. Das hier jetzt war ja nur ein Update. Und in dem alten Video, da könnt ihr euch dann einfach nochmal anschauen, was die Unischmiege allgemein so kann. Genau. Wenn ihr jetzt wissen möchtet, wo ihr die herbekommt, das steht bei uns natürlich verlinkt unten unter dem Video drunter. Genau, schaut euch einfach unseren Link an, schreibt uns gerne was in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen zu der Schmiege habt oder so. Schaut euch das andere Video an und vor allem gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert uns. Und ganz wichtig ist auch immer hier diese Seite, glaube ich, die Glocke anmachen, dass ihr kein Video von uns mehr verpassen könnt. Und ja, genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!